Oh, so, hallo und herzlich willkommen. Perfekt zum Aufstehen. Gut, wir sind wieder in der Rising World. Bloody, meiner kleinen Wenigkeit. Das Fensterchaos der letzten Folge ist beseitigt. Die Fenster sind drin. Das habe ich noch offscreen gemacht, weil ich habe eine Aufnahme gestartet, direkt hier im Fensterbau und habe die nächsten zwei Fenster wieder versemmelt. Ich weiß nicht, was da mit mir los war. Denn weil die Größe, die ich hier reingemacht habe, habe ich dann direkt hier reingemacht und jetzt fehlt mir halt nur noch hier eins. Ah, ich sag euch, das ist eine Sache. So, Werkbank, erstmal brauche ich Rohstoffe, Holz. Ja, 20 Stück. Okay, Holz geht uns jetzt auch langsam aus. Schränke, Betten, Badezimmer, Leitern, Geländerkisten. Ah. Ich die Fenster gemacht? Moment. An der richtigen Werkbank. Ach, Moment, Bauelemente, da sind die Fenster ja drin. So. Aber nicht wieder denselben Fehler machen. Vorher auswählen. Hier hatte ich eins. Neblig. Aber dann ist es nicht so warm. Blüh. Nimm mal das Bauholz aus der Hand. So, danke. So. Denn ich habe gemerkt, ich kann von hier aus nämlich alles eigentlich ganz gut sehen. Ich frage mich, warum ich mich mal so blöd angestellt habe. Groß passt. Denke ich mal. Aber, das habe ich in der letzten Folge ja auch gesagt. Ja, komm, komm. Bup. Ey! Ey! Ihr mageres Holz, genau. Ach, die sind ja hier auch so. Sind die eindeutig zu lang oder was? Ist hier auch? Mann. Dafür kann ich nichts. Die Innenrahmen baue ich nicht. Mensch. Ja, hier, das lassen wir mal offen. Die Toilette ist ja auch noch nicht fertig. Apropos Toilette. Ich glaube, man kann ja eine herstellen, oder? Kann ja eine herstellen. Okay, bei der Blockwerkbank definitiv nicht hier. Badezimmer. Ja, eine Toilette, Toilettenpapierhalter, Waschbecken, Heizung. Okay, haben wir alles da. Brauchen die Eisen. Ich bräuchte mal Keramik, oder ist die so? Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. Okay, das ist viel Eisen. Apropos, was macht unser Eisen? Oh, schon wieder geschmolzen worden. Ja, habe ich noch im Inventar. Ja, ich gammel jetzt alles mit dieser kleinen hier rum, weil ich habe noch keinen Sinn gesehen, eine große zu bauen. Da ich ja noch nicht mal weiß, wohin damit. Wir bauen jetzt eine Jagdhütte, die ist nur zum Wohnen da. Nebendran muss ich einen Schuppen bauen und da kann ich dann die Sachen reinstellen. Aber vorher nichts da. Also kann ja auch sein, dass es einfach nur eine Jagdhütte bleibt. Sobald Diana da ist. Ja, ich rede als von ihr und die ist immer noch nicht da. Komisch, gell? Aber meine Folgen sind eine halbe Stunde. Und wie lange bin ich jetzt hier auf dem Server insgesamt? 5 Stunden. Und ich habe nicht jetzt die ganze Zeit aufgenommen. Ich glaube, mindestens eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde habe ich hier auch mal so rumgewerkelt. Holz hacken, Steine klopfen und so Mist. Okay. Also, die Seitenwände sind soweit okay. Hier haben wir sogar eine stahlschicke Tür. Oben, das muss ich mir was einfallen lassen. Der Rest sieht soweit ganz gut aus. Tragkraft. Ja. Dach. Das Dach. Das ist lustig, Leute.
Tag wird noch richtig lustig. Ich habe nämlich noch keine Ahnung, wie ich das anfange. Ob ich das aus Holz mache. Ich weiß es nicht. Schindeln oder sowas gibt es ja nicht. Gut. Hilft nichts. Hier sind die Baustoffe ausgegangen. Eine Stunde Farming steckt jetzt hier drinne. Nur an Material. Moment, aber das gefällt mir ja nochmal so überhaupt nicht. Komme hier rein. Ja. Ich hab doch noch Holz, genau. Ja, die anderen Blöcke tun wir dann erstmal den dicker, ganz dick. Maximale Dicke. Ich glaube schon. Was? So. Zack. Mindestens hier die tragende Konstruktion fertig ist. Hier innen. Ja, da kommt dann jetzt hier noch dieser Steinrand durch. Alles gut. Da soll ich den komplett hier auch ziehen und nur von außen die. Den haben wir noch. Machen wir auch. Das mache ich jetzt auch. Vorschlaghammer. Zack. Sonst müsste ich von dem wieder herstellen. Was? Holz haben wir noch? Auch raus. Ida wollte ich nehmen. Machen wir das nämlich. Quatsch. Dann sieht es so ein bisschen einheitlich aus. Und hier, das soll einfach nur so ein. Wo das Waschbecken dann hier hinkommt. Hände waschen. Hier haben wir jetzt oben diesen schmalen Bereich. Da dübeln wir jetzt einfach nochmal so einen Holzbalken rein. Ja. Was anderes geht ja nicht. Man kann die ja nicht so ineinander verschachteln, ihr seht. Würde reinpassen. Also rein theoretisch würde er da reinpassen, aber geht nicht. Geht halt einfach nicht. Ärgerlich. Hier, dann mal dünner. Und Länge. Bloß der passt. Achso, klar, wir haben ja oben den eben schon gesetzt. Muss ja auch hier reinpassen. Da unten steht ja auch die Größe. Worauf ich ziele oder das, was ich in der Hand habe? Der Balken. Ich ändere gerade mal die Größe. Das ist auf das, was ich ziele. Okay. Interessant. Ist mir noch nie aufgefallen, dass da unten was steht. Hey, die. 80 mehr. Nichts. Da steht es dann schon wieder. Okay. Wir wären jetzt. Die Länge stimmt. Nein. Länge hätte ja nicht gestimmt. Bin gerade einfach nur mal gucken, wie das aussehe, wenn ich jetzt hier. So. Haben wir 18 Stück. Haben wir auch. Machen wir lieber so. Dann kann ich nämlich von der Seite lunzen, ob die Länge passt. Oh, passt. Hier. Selbe Spiel. Dahin. So. Okay. Dann brauche ich hier unten nämlich nachher nur noch die Steine aufzufüllen. Ich habe hier quasi schon so meine Fensterbänke. Ist kürzer, 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 kürzer. Zu kurz. So lang. Zack. Hier. Ich möchte euch jetzt nicht unbedingt mitnehmen zum Kram farmen und, aber ich habe auch gerade keine große Lust, was anderes zu machen. Videos schneiden oder sonst was, bis Diana da ist. Da ich auch hier so ein bisschen unter Zeitdruck stehe, dass ich hier schon
Kleinigkeit bieten kann. Ich meine, Handwerker. Handwerker, Ehrenmodus, in dem ich hier innen drin bin, innerlich bin. Und ein Handwerker, der total daneben guckt, auch nicht unbedingt zu gebrauchen. Und passt. Ein Stück. Das hier ist richtig Länge. Gut. Fies wäre ja, wenn man, ups, ja, wenn man eine Säge bräuchte dafür. Okay. Den jetzt hier noch so rein dübeln, das wäre, glaube ich, too much. Da oben. Oh. Oh, gucke, was wir da machen. Natürlich einen Treppenaufgang hin machen. Man käme rein und würde direkt auf eine Treppe glotzen. Das wäre auch doof. Ja, das wäre doof. Ja, das Dach. Das Dach. Guck mal kurz von hier. Das hier ist eigentlich auch Sache. Aber man sieht es nur, wenn man hier ist. Drinne ist durch den Balken, fällt das eigentlich kaum auf. Und diese Löcher hier an der Seite, die fallen eigentlich auch nicht auf. Könnte ich natürlich Stützen reinmachen? Da hätte ich noch einen. Da und da. Quasi, dass das Dach so ein bisschen angehoben ist und dann erst die Schräge anfängt. Das wäre ein Detail, was sich überlegen lässt. Müsste ich aber allerdings mal aufs Gerüst. Ducken hoch, ganz hoch. Zack. Jetzt gehen wir einfach mal über die Balken nach da hinten. Hopp. Denn ich kann den ja da reinstellen. Seht ihr? Hätte das sogar wirklich einen Sinn. Hier oben eigentlich so ein Dachboden hin. Ist, liegt der jetzt nach unten drin oder ist der, wenn ich so mache, sollte da eigentlich da unten drin sein. Mal kurz ein bisschen. Ne? So. Ja, das muss eine Länge sein, mit der ich hier arbeiten kann. Oh, weil genau, gedacht. Lass da mal kurz kleiner machen, größer machen. Oh. Dann kann ich ja jetzt nämlich sehen. Das wären zwei Blöcke. Dann würde ein Block hochstehen. Das will ich aber nicht. Ich will eigentlich sogar noch, will eigentlich drei Blöcke haben. Das hier wären jetzt drei Blöcke. Ja, wenn man keinen Zollstock zur Hand hat, dann. Achso. Minus. Passt. Zack. Weil ein Block geht der. Nee, er geht der Viertelblock drunter. Egal. Hauptsache ein gerades Maß. Ja. Da noch einer hin. Da noch einer hin. Wenn ich das jetzt hier wiederhole. Ich habe da hinten keine tragende Wand, wo quasi das tragen würde. Aber hier an der Seite. So, dann kürze ich den nämlich jetzt auf. Wo kann der denn da so rein verschwinden? Kürze ich den nämlich. Diese Länge. Setz den. Setz ich dahin. Und da. Es gibt hier zwar keine Physik, aber ich will schon so ein bisschen darauf achten, dass ich hier, eine richtige Konstruktion habe. Obwohl der hier müsste jetzt eigentlich so hoch sein, dass die 45 Grad entstehen.
Genau. Das ist nämlich. Da werde ich auch noch ein bisschen dran verzweifeln. Aber eigentlich auch das falsche Holz dafür. Aber einmal damit angefangen, dann macht man weiter damit. Latten haben wir denn noch? 4 Stück. Wird nicht ganz langen. Nein. Ich muss aufs Dach. Gehen wir nämlich mal an die Planung des Daches, wenn ich. So einen in die Hand. Kann ich doch. So, zwar jetzt hier draufsetzen. Nein, so drehe ich die. Einmal gerade, genau. Nein, falsche Richtung. 3. Das hier sollten doch dann 45 Grad sein, oder? Seite gucken. Das sind 45 Grad. Geht nämlich mal. Ja, das hier wären jetzt die 45 Grad. Kann den aber. Eine 45 Grad, weil. Jetzt ist er gerade. Ich habe eben gerade in die verkehrte Richtung. Und kann man den irgendwo an so einem Dreieck anlegen? Da. Und wird es ein dreischenkliges Dreieck? Wo ist es denn jetzt? Das sind 45 Grad. So. Ich den jetzt hier so ansetze. Machen wir den mal. Blattlänge. Und bis denn dann die Außenwand. Da. Ja, das sind ja nur. Quasi tragende Balken. Ich könnte den hier so reinsetzen, genau auf die Kante. Wäre der Abstand am geringsten. Machen wir auch. Eins. Dreieck ergibt sich. Okay, dann hätten wir hier eine 45-Grad-Schräge, aber das würde sich ja niemals da an der Ecke treffen. Seht ihr, wenn ich das jetzt hier hochziehe? Eigentlich müsste die Seite. Steiler und die hier flacher sein. Warum entscheide ich mich denn für 45 Grad? Keine Ahnung, was da jetzt gerade in meinem geometrischen Mini-Hirn los ist. Nein? So. Könnte ja nämlich viel flacher sein. Es muss keine 45 Grad haben. Da die Seite länger ist, kommt es höher. Die andere Seite wäre dann steil. Machen wir einfach diesen Winkel. Was soll's? Aber dann rutscht das dann nicht so schön. Ach, da könnte man es hier so ansetzen. Da seht ihr, wenn ich den Raster kleiner mache. An diesen komischen Absatz. Der dann hier bündig. Jetzt wäre ich bündig. Und so nicht. Was ja ganz klein und dahin. Also wenn. Ne, der geht nicht. Wenn, dann müssten wir es so machen. Den anderen setzen wir einfach da drüben an, dann haben wir zumindest diese Winkel-Einteilung schon mal. War das, oder? Mal da drüben hinpeilen. Ah, komplett drin, oder? Das ist so ein Mini. Ist, ups, wieder T gedrückt. So, ich chatte gerne. Hat er jetzt Z behalten? Ah ja. So. Klack. Hoppala. Ein Holzstück habe ich noch. Da habe ich noch dabei. 15 Holz. Da muss die Dachkonstruktion ja mit fertig werden jetzt. So. Bauelemente als Balken. Geht uns die Farbe nicht so erwähnen. Hatten wir. So, maximal. Eigentlich schon komisch aus, wenn das dann nochmal so hochgesetzt ist. Aber das Dach geht ja nachher weiter runter. Alles gut.
vorbeigelaufen. Den da angesetzt. Mal kurz Zielwasser trinken. Dann so wahrscheinlich wieder die Länge, oder? Die Dicke. Ah, seht ihr das? Ich kann den da gar nicht mehr so ansetzen, weil das Raster sich so verschiebt. Und haben wir jetzt wieder bei diesem Winkel das Raster voll und ganz? Nee, immer so ein bisschen versetzt. Oh, ist das schade. Ja, klar. Mathematisch gesehen vollkommen korrekt. Seht ihr das? Da. Oh, das heißt jetzt Zielwasser trinken. Erstmal, ey, nicht ducken. Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich komplett verdreht. Na klar. Oh, zu mir. Okay, passt. Der Winkel passt auch noch. Ja, der Winkel passt, aber die Dicke wahrscheinlich nicht. Was das da rumhüpft. Machen wir mal den E-Modus aus. Oha. Muss ich wirklich Zielwasser trinken und meine Mauspad ist echt. Boah. Oder einen besseren Winkel hin. Hm? Muss mich gerade konzentrieren, Leute. Tut mir leid, dass ich jetzt kurz nicht rede. Aber ich nicht einfach. Und? Und? Mit meinem Fernglas, Wasserwaage und alles. Oh, ja, der Kontrast zum. Ah, ein kleiner Absatz ist drin. Ein kleiner Absatz ist drin. War nicht perfekt. Aber gut. So, komme ich jetzt hier über diese Linie hinweg? Dazu nicht. Da ansetzen. Die ist jetzt hier besser. So. Ja, so. Und? Also hier sehe ich jetzt keinen Absatz. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Mal von diesem Winkel aus. Das sieht so aus wie ein Guss fast. Ja, minimal da an der Stelle. Egal. Denn jetzt muss ich ihn hier verdrehen. Diese Richtung. So, den stelle ich jetzt einfach hier drauf. Was da passt sogar. Immer dahin. Und den hier muss ich nachher halt irgendwie so hier anbringen, dass der da drauf tritt. Gut. Ah, ist selber. Ne, ich bin gerade überlegen, wenn ich jetzt hier nochmal. Das ist ja nicht die Mitte hier. Das ist ja auch nicht die Mitte. Müsste rausfinden, wo jetzt hier genau die Mitte von dem ganzen Haus ist. Also ein 16 hatte ich schon lang gemacht. 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das hier wäre er. Dann 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Auf diesem hier genau 8. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Dann ist das hier genau der mittlere. Ja, da. Gucken wir mal, wenn man. Genau, das hier wäre prinzipiell genau die Mitte von dieser Seite. Gut. Ja, manchmal ist es komplizierter, als man denkt. Oder ich mache es komplizierter, als es wirklich notwendig ist. Ich glaube, das ist eher der Fall. Der ist nämlich einen halben länger, oder? Ist das halber? Das rast er gerade da unten nicht. Weil das hier ist ja um die Hälfte tiefer. So, wieder groß machen. Das hier hatte ich ja gesagt, ist die Hälfte. Dann käme der jetzt weiß und patsch den hin. Muss es irgendwie so machen. Moment. Das ist der Ganze. Da ist er geviertelt. So. Patsch. Wäre genau die Mitte vom Haus. Das stimmt. Au, das war zu hoch. Sieht aber so aus. Irgendwie passt. Naja. Wieder verkehrt rein. Ich mache jetzt mal hier die Tür zu, weil ich will draußen arbeiten und nicht da. Einmal ganz hoch. Komme ich da jetzt noch? Meine ich vorbei? Ja. Ja, das wären nämlich die dann. Jetzt hier auch nochmal. Immer so, komplette Länge. Und da, ja genau. Nee, du hast dich schon richtig gerade entschieden, da so zu machen. Doch dann der da sein, ja. Einmal. Und. Ach, nicht I. G-Modus aus. Fett. Viel Wasser. Oh Gott, das ist ja da vorne nicht hingehauen, oder? Weiter weggucken. Ja, durch die Bäume hier sieht man eigentlich keinen guten Kontrast, aber ich sehe da auf jeden Fall wieder so einen Absatz wie auf der anderen Seite. Brich ist es gar nicht verkehrt. Mal hier hin. Und da einmal gerade hinstellen. Gerade? Nein. Jetzt bist du gerade. In G-Modus und mal so rüber peilen, ob ich mit dich dem bin. So, hier. Die Linie und die trifft sich. Quatsch. Jupp, 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 jupp. Der Jupp, der macht hier alles fit. So. Bin ich mal gespannt. Jetzt hier nämlich nochmal so mache. Andere Richtung wieder. Und welchen Winkel ich dann nehmen muss, um da oben hinzukommen. Moment, ich muss hier vorsichtig sein. Das geht natürlich wieder nicht. Aber ich setze ihn jetzt einfach mal. Der Winkel passt nicht. Der Winkel war zu steil. Der da wäre viel zu steil. Da käme ich ja mal dahin kommen. Obwohl, ich müsste nur die eine Seite ein bisschen verlängern. Doch, das geht. Nein, Vorschlaghammer. Halt weg. So. Balken, ihr, was hast du denn? Hunger, Durst, wahrscheinlich beides. Ach, nur noch Kirschen dabei. Jetzt nicht runter zum Trinken. Halt noch mal so lange aus. Oh, das bringt gar kein Wasser. Oh, Äpfel oder so ein Käse, eine Mohrrübe. Bring eine Mohrrübe ein bisschen Wasser. Ah, ganz minimal. Sollte aber lang noch für diese Folge.
Nein, Bett. So, wo setze ich den an? Setze ich den da an, da an? Den wohl nur hier ansetzen. Irgendwie Schiss, dass ich den jetzt sonst wo dahin klatsch. Gehen wir mal nah hier hin. Okay, der schwebt. Er schwebt. Werbebalken. Selber. Dann jetzt hier auch so. Sieht so aus. Und hier fehlt hier dieser jener Balken. Rüber, Maß holen. Nee. Nee. Nee, das habe ich nämlich hier jetzt auch nicht abgezogen. Ich müsste den hier sogar abschneiden. Wird hier. Egal. Oh, machen wir es so. Nein. Ja. Und kürzer. Ach, kürzer. Dünner. Viel kürzer. Ungefähr. Sollte doch die Länge sein, oder? Wenn ich den jetzt hier so neben dran stelle. Ja, es wirkt aber so anders. Oder ist es durch die Perspektivverzerrung? Nee, jetzt ist er gleich. Okay. Das ist die Mitte. Oh. Sollte der da dran sein? Da. Aber nach innen gesetzt. Scheiße. Okay, diesen Balken kann ich hier nicht benutzen. Muss ich mir nachher was einfallen lassen. Aber wenn ich schon die kurzen Stücke habe, kann ich ja den. Genau. Ich will den aber eigentlich hier ansetzen. Boah, das heißt wahrscheinlich auch wieder viel Wasser trinken. So. Gar nicht. Komm da gar nicht rein. So wie ich es mir vorstelle. Ganz kleinen Spalt mache. Och, warum wackelt denn der Charakter so? Der will sich hier nicht ansnappen. Mal eins. Wir machen eins und dann die Folge zu Ende. Weil jetzt kann ich nämlich den setzen. Sicher ist der komplette Schwebebalken. Also das ist das Coole an dem Spiel. Gucken wir mal. Wie guckt das da rüber? Da muss noch ein bisschen länger. So lang mache ich den jetzt einfach. Und den papsche ich jetzt hier dran. Und dasselbe machen wir hinten. Der hier kommt erstmal wieder weg. Und dann kommt der da dran. Ah, vorsichtig. Wir zumindest diesen Überhang hier haben. Na? Könnte so stimmen. Oh, ich glaube, ich bin verrutscht eben. Gucken wir mal. Och, ich glaube, das Verrutschen war gut. Okay. Alles klar, Leute. Ja, machen wir hier mal ein Screenshot. So, mal ein bisschen. Echt merkwürdig, also es hätte ich tausend unterschiedliche Winkel. Aber ihr wart dabei. Seid meine Zeugen. Okay. Diese Folge ist rum. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.